Hallo, mein Name ist Michael Schark von Versicherungsfit und in diesem Video möchte ich dir das Wort Obliegenheit erklären. Man redet von Obliegenheit, wenn vom Versicherungsnehmer ein Tun oder ein Lassen verlangt wird. Ähnlich wie in der Anzeigepflicht, wo er ja hier Gefahrenumstände angeben muss, gibt es in der Obliegenheit eine vorvertragliche Anzeigepflicht und auch eine Anzeigepflicht während der Vertragslaufzeit. Wenn ihr gegen eine Obliegenheit verstößt, kann das Versicherungsunternehmen ja teilweise oder sogar ganz die Leistung im Schadensfall kürzen. Eine Obliegenheit bedeutet aber auch, eine Schadensabwehr zu leisten. Sprich, wenn zum Beispiel ein Sturm aufzieht und ja, ihr eure ganzen Hausrat, jetzt sage ich jetzt mal, im Garten stehen habt, ja, eure ganzen Sachen und es fängt an zu regnen, dann seid ihr natürlich als Versicherungsnehmer auch verpflichtet, eure Sachen dementsprechend zu verstauen und ins Haus zu stellen. Oder dass die Türen abgeschlossen werden, auch das ist immer gerne, wo sich das Versicherungsunternehmen darauf beruht, ob ja die Eingangstüren verschlossen waren. Weitere Obliegenheiten sind auch, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Wenn zum Beispiel ein Feuer ausbricht, dass ihr auch hier gleich die Feuerwehr anruft, beziehungsweise wenn eingebrochen wird, dass die Polizei verständigt wird, dass der Schaden so gering wie möglich gehalten wird. Auch hier streiten sich natürlich dann die Gerichte auch immer im Schadensfall gerne, ja, wo die Obliegenheit des Versicherungsnehmers anfängt und vor allem, wo sie aufhört. Weil man kann natürlich, wenn ein Feuer ausbricht, nicht vom Versicherungsnehmer verlangen, dass er das Feuer löscht. Ja, das ist lebensgefährlich, das geht natürlich nicht. Hier ist so ein bisschen auch der gesunde Menschenverstand gefragt. Ich hoffe, dir mit meiner Definition rund um die Obliegenheit etwas weitergeholfen zu haben. Wenn du weiterhin praktisches Versicherungswissen haben möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Und unter den Abonnent-Button ist auch eine kleine Glocke. Da bekommt ihr dann immer auch gleich per Push-Up-Nachricht eine Nachricht, wenn ich neue Videos hochstelle. Das war's dann von mir. Euer Michael Schark. Bis dahin und ciao.